Mein Thema ist natürlich die Musik. Ja. Und wenn ich mit Kindern Musik anbiete, mache ich Sprachförderung, mache ich Bewegungsförderung. Und habe auch dann Themen, kann ich mit den Kindern erarbeiten, mit Musik. Ob das jetzt die Jahreszeiten sind oder ich gehe an die Elemente und möchte den Kindern Vorgänge erklären, das kann ich über Musik machen. Ich spiele mehrere Instrumente und dadurch ist Musik ein Anliegen für mich, eine Herzensangelegenheit. Und ich möchte nicht nur Kindern normale Lieder anbieten, sondern musikalische Erfahrungen geben. Also viele sehen das im Moment Musik noch, ja, das machen wir halt, wir singen halt ein Lied. Aber dass man das auch pädagogisch aufbereiten kann, indem man die Kinder Musik erleben lässt, auch ein anderes Hören vermittelt. Das ist mir einfach wichtig und das möchte ich auch anderen vermitteln. Und dadurch können wir uns mit anderen auch vernetzen wieder. Ich könnte zum Beispiel mit den Kindern, wenn ich über Instrumente mit den Kindern rede, möchte ich gerne Instrumente anfassen. Ich möchte die echten Instrumente hören. Wo kann ich das denn hören? Da kann ich zum Beispiel an ein Schulorchester gehen. Oder vielleicht ist ja irgendwo ein Orchester in der Nähe, von dem ich gar nichts weiß. Oder ich könnte jemand haben, der zum Beispiel im Orchester drin ist und kann mir das Instrument hundertprozentig zeigen. Ja, wenn ich mir den Kindern Peter und der Wolf anhöre, dann möchte ich die Klarinette hören. Und dann möchte ich auch die Oboe hören. Wie hört sich das denn an? Wie funktioniert das Instrument? Das will ich doch wissen. Und deswegen erhoffen sich hier Kontakte, dass ihnen die Arbeit sozusagen noch reichhaltiger wird, dass sie halt einfach die Leute kennen, die hier in der Gemeinde sind. Also ich möchte andere erstmal auch für das Thema begeistern und versuchen mir natürlich dann eben auch dann ein Netzwerk aufzubauen, dass ich sagen kann, also auf diese Leute könnte ich zurückgreifen. Die haben Kontakt zu Musik oder wir haben auch heute, habe ich schon Kontakt geknüpft zur Bücherei, weil die haben natürlich auch Klassik-CDs, die haben auch Bücher über Komponisten, die ich mit den Kindern angucken kann. Kinderbücher. Ich habe dann Zugang auch zum anderen Bereich. Und dadurch befruchtet sich das alles und dann kommt man wieder auf ganz neue Ideen. Vielleicht kann auch der Kindergarten in die Bücherei kommen und kann ein Buch vorstellen. Die Kinder können vielleicht auch mal ein Buch vorstellen. Also ich denke, wir sind durch den Bildungsplan sehr aufmerksam geworden, was Kinder brauchen. Und ich denke, bei vielen ist es noch so, dass da noch nicht so die Notwendigkeit besteht, in ein Netzwerk zu gehen. Und denken eigentlich nur in ihrem kleinen Bereich. Aber ich denke, wir sind schon so weit, dass wir sagen, ich brauche noch jemand. Ich möchte das gar nicht alleine stemmen. Ich möchte gerne noch jemand dazu haben. Wo kenne ich jemand? Und ich möchte gerne noch jemand dazu haben. Und ich kann auch nicht alles bewältigen. Ich kann nicht alle Bereiche abdecken. Also benötige ich Hilfe. Und wo kann ich die Hilfe bekommen? Ich sehe mich nicht als der Nabel der Welt, sondern ich sehe mich als im Moment als Mittel zum Zweck. Und die anderen haben so viel Wissen. Und warum soll ich das nicht nutzen? Das waren einige Gedanken. Was denken Sie? Verbinden Sie das für mehr Anschwung.